Hey Leute, es gibt bereits einige Alienrassen, die laut diversen Quellen in direktem Kontakt mit verschiedenen Regierungen stehen sollen. Laut Clifford Stone, einem Sergeant der US Army, der 22 Jahre lang an verdeckten Operationen zur Bergung von abgestürzten UFOs und außerirdischen Wesen teilgenommen hatte, sind uns 57 extraterrestrische Rassen bekannt. Das deckt sich übrigens auch mit einem geleakten Dokument des sowjetischen Geheimdienstes KGB, in dem 58 Alienrassen aufgeführt werden. All diese Rassen sollen einen signifikanten Einfluss auf die menschliche Evolution haben. Also fangen wir an mit drei Alienrassen, die mit den Regierungen in Kontakt stehen sollen. Die ersten bekannten Aliens sind die kleinen Grauen oder Short Grays genannt, die aus dem Sternsystem Zeta Reticulum und der Orion-Konstellation stammen sollen. Sie werden am meisten in Verbindung mit Entführungen und UFO-Abstürzen erwähnt. Unter anderem Robert Dean erwähnte diese Gruppierung in einem NATO-Assessment. Bei dem Roswell-Absturz von 1947 soll der Körper eines Alien geborgen worden sein, der demnach als 1,20 Meter groß, mit großem Kopf, großen schwarzen Augen und dünnen Armen und Beinen beschrieben wurde. Auch Travis Walton beschrieb bei seiner Entführungserfahrung, dass sie kleiner als 1,50 Meter sein mussten, einen großen kahlen Kopf besaßen, große Augen und dünne Beine. Entführungsforscher sind sich sicher, dass die kleinen Grauen vor allem weibliche Personen entführen, um an einer menschlich-außerirdischen Hybridenrasse zu forschen. Die entführten Frauen erlitten dabei schlimme Misshandlungen und Demütigungen. Die Hybriden sollten ursprünglich als nächster Schritt der menschlichen Evolution dienen. Oberst Caro ist der Meinung, dass die Eisenhower-Administration Teil dieser Forschung ist, da sie eine ausgehandelte Unterwerfung unterschrieben haben, die es den Grauen erlaubt, Zivilpersonen zu entführen. Die zweite Alienrasse sind die Reptiloiden, die von Bob Dean als Humanoid mit reptilischen Charakteristiken beschrieben werden. Sie sind etwa 1,80 Meter bis 2,40 Meter groß und sollen sogar Eingeborene der Erde sein. So soll durch viele Analysen von R.A. Bulley die Existenz von Reptiloiden seit Anbeginn der Zeit eine Rolle gespielt haben. Selbst bei der Erschaffung der Menschheit. Die Untergrundbasis Dulge, wo Tomas Castillo Sicherheitsbeamter war, sei angeblich eine US-Sicherheitseinrichtung, wo Reptoide in Kontakt mit Menschen stehen und zusammenarbeiten. Castillo behauptet, dass er jahrelang in direktem Kontakt mit Außerirdischen stand. Projekte sollen unter anderem Misshandlungen an gefangenen Zivilpersonen sein, die auch von William Hamilton, einem UFO-Forscher, so unterstützt wurden. Er sagte folgendes: Die Geschichte von Tomas mag schwierig zu glauben und zu verdauen sein, denn es kommt tatsächlich einem wahren Albtraum gleich. Es gibt Beweise, dass in Dulge seltsame Dinge vor sich gehen. Kann Tomas eine Antwort geben? Es gibt wohl eine schreckliche Wahrheit verborgen hinter den andauernden Phänomenen von UFO-Sichtungen, Entführungen und Tierverstümmelungen. Unsere amtlichen Sicherheitsbehörden haben seit nunmehr Jahrzehnten ein wachsames Auge auf die UFO-Aktivitäten und dieses spezielle Phänomen muss eine spezielle Erklärung haben. Wir sind wahrscheinlich nur ein Außenposten in einem ausgedehnten, interstellaren Reich. Die dritte Alienrasse, die wir uns heute anschauen, heißen Sirianer und kommen von dem Planeten Sirius B, der ein Teil eines großen Doppelsternsystems ist. Die Planeten dort seien sehr wüstenhaft, weswegen die Wesen meist rote, beige oder schwarze Haut haben. Sie hätten zudem ein sehr politisches Gedankenmuster, wobei spirituelle Werte keinen Platz haben. Der afrikanische Stamm Dogon hat komischerweise ein erstaunlich komplexes Verständnis von der elliptischen Umlaufbahn von Sirius B um den Hauptstern Sirius A, da Vorfahren in Kontakt mit Sirianern standen. Der Whistleblower Preston Nichols sagt, dass die Sirianer eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von Technologien wie Zeitreisen und interdimensionale Reisen haben, die an höchste Regierungsabteilungen übergeben wurden. Zudem sollen sie an dem Philadelphia-Experiment und dem Mount Tauk-Projekt mitgewirkt haben. Ein weiterer Whistleblower mit dem Namen Daniel Salter beschreibt die Technologie wie folgt: Die Planck-Slate-Technologie oder BST ist eine Form von Zeitreisen, die es möglich macht, die Geschichte in sogenannten Interventionspunkten umzuschreiben. Interventionspunkte sind die ursächlichen Energiezentren, von denen aus die wichtigen Ereignisse geschaffen werden, wie zum Beispiel der Zusammenbruch der Sowjetunion oder das NASA-Weltraumprogramm. BST ist die fortgeschrittenste Technologie
und es ist klar, dass jemand, der im Besitz von BST ist, sich gegen jeden Aggressor verteidigen kann. Es ist, wie 15 gesagt hat, der Schlüssel zur Freiheit. Es soll daran erinnert werden, dass ASIO die hauptsächliche Schnittstelle bildet zu den außerirdischen Technologien und wie diese für die breite Masse und für militärische Zwecke angewendet werden können. Wir waren den Außerirdischen ausgesetzt und wir wussten um deren Agenda. So, das war's für heute. Ich muss sagen, dass es tatsächlich viele Berichte zu Wesen gibt, die sich immer wieder wiederholen und jeden stutzig machen sollten. Einzelne Aussagen von Menschen, um eine ganze außerirdische Rasse zu klassifizieren, sollte man jedoch mit Vorsicht genießen. Was ist eure Meinung zu den verschiedenen Alienrassen? Lasst mir gerne eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Besucht auch meine sozialen Netzwerke wie Twitter, Facebook und Instagram. Weitere Links findet ihr in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video und bleibt vorsichtig.